Im Grunde sowieso das Beste, was es gibt, das sind, glaube ich, diese Wiederbelebungsdinger da. Ich warte aber eben noch die Nacht ab, bis ich mich generell wiederbelebe. So, also, Where's hier ist Green unser Mush Lager. Tree? Hier ist das Battle. Was ist das? Keine Ahnung. Haben wir jetzt eigentlich schon alles erkundet? Nee, ne? Nee. Ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, die Ach, Karte ist noch nicht lange ganz nicht. offen. Die Oase ist hier noch, ne? Wir müssten ja auch noch irgendwie so eine Maxwell-Statue eigentlich haben und sowas. Warte mal, hier Hier sind noch war ich echt noch Beehives. nie. Wie bekämpfen wir denn am besten Bienen? Ach, die sind nicht so hart, die machen nicht so viel Schaden und die sind auch selber gar nicht mehr so krass. Womit bekämpfen wir die am besten? Also, ich würde, weiß ich nicht, die erst, also wir haben ja einmal diesen tollen Beehive mit diesen ganzen vielen roten Bienen, das ist, glaube ich, zu krass. Die Das finden, ist viel zu hart, ja, ja. das ist viel zu hart, die finden Feuer nicht so toll. Weil hier im Norden ist ja super, super viel an Honigwaben-Dingern. Ja, genau. Das war ja das, wo Isa noch war. Rein durch die Gegend gerannt bin. Ja, genau. Oh, Es war Es nicht waren aber auch schön. Bienen, Bienen, Es Bienen. war halt wirklich nicht schön. Ja, als Zuschauer war das schon recht witzig. Also ich, Alter, ich können diese Bäume mal aufhören, irgendwie ihre Poren da auszuwichsen. Das ist mega ekelhaft. Oh, er hat es schon wieder gemacht. Ist das ekelhaft. Wir gucken Kinder zu. Lass das jetzt. Du darfst über alles reden, aber du darfst nicht alles zeigen. Das ist alles. Was ist das da? Beggar Figure Sketch. Ei, 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 ei. Los, wäre Tag jetzt. Wäre Ja, der es wäre Tag. schön, mein Feuer geht nämlich aus. Wäre da. Please? Ja, ich würde auch gerne Bitte? wieder aus der Höhle raus Oh und so. Gott, nein! Nein! Warte mal, Nein! welche Höhle waren? Hier die. Da muss ich hin. Optikai. Das ist zu schaffen, hoffe ich. Wo ist eigentlich die Biene? Sie, warte Da. mal, sind eigentlich die Scheiße. unterirdischen Bereiche miteinander verbunden? Ja, der Untergrund ist genauso miteinander verbunden wie der obere Bereich. Dann kann ich ja auch hier vorne gleich schon rein, das ist ja gut. Komische Sachen gehört, ich gehe einfach. Busch. Also, ich hole jetzt erstmal Kram. Moins. Na, Ressourcen wieder Welcome aufstocken und so back. weiter. Was ist denn Ich jetzt bin schon aus der wieder? Höhle raus und da ist immer noch dieses Vieh. Aber die sollten wir auf jeden Fall mal plätten, weil die sind ja jetzt angeschlagen eigentlich, ne? Reviven sich die Viecher eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Wo ist denn Also die ich andere? meine, heilen, Ah, healing da und ist die so. andere. So. Ach Mann. Nee, die heilen sich ja auch nur, wenn sie essen. Ich glaube, die heilen sich gar nicht. Dann wäre es wirklich So. gut. Nee, Wir aber können wir die müssen. runterpullen. Oh nein, die sind aus dem Nest geschlüpft. Oh Gott, Was? das Es will gibt ich sehen. kleine. Aber eigentlich auch nicht. Ist Ich das will's nicht sehen. süß? Oh, ist das Nein, genau, süß. es ist nicht süß. Oh Gott, die Büffel sind ja auch voll am Abbumsen. Alles will einen hier bumsen. Alles. Okay. Alles will einen bumsen. Das ist mir jetzt ein wenig suspekt hier. Ich weiß nicht, ob ich hier unten langlaufen möchte. Ich Ich mach habe mir jetzt nichts. erstmal ich mach das mit den Flammen weiter. Okay. Nee, ich kann nicht durch die Dunkelheit. Das ist. No. No way. Es wird No nichts. Ey, aber es. Wirklich, es tropft hier runter. Ja, Ja, ist tropft halt schon ein irgendwie ein Hammer. bisschen feucht da unten. Stropfteinhöhle. Toi, toi. Der Tropf Aber Schweinhöhle, ein ich Schwein. kann ja Hallo, nicht ein mal. Schwein. Ein Tropfschwein. Ich kann mir ja nicht mal eine Fackel oder sowas bauen gerade. Deswegen muss ich echt, ich muss irgendwie einen anderen Weg nehmen. Das ist nicht gut. Oh, ist Ach ein so, Holz wir abgenutzt. könnten dir natürlich auch in dem Multiplayer helfen, ne? No. Ich muss jetzt erstmal mein Shit wieder organisieren. Das Mindestmaß, das sich um seinen eigenen Shit zu kümmern, muss ich dann, hoffe ich, wieder hinkriegen. Also du kannst dich ja auch zu Hause erstmal aufluten und aufstocken und so, ne? Weißt Bescheid. Ja, ich guck mal, was ich jetzt gleich noch brauche. Also eine Axt wäre natürlich mega jetzt. Allein noch mal. Warte mal, brauchen wir Stale Eggs, diese stichigen Eier? Also Ich nehm's einfach mal schlechte mit. Eier immer. Ne? Schlechte Eier Genau wie und. zu Hause, es braucht jeder. Jeder Mensch. Schlechte Eier. Oh, Ups, süß, was war noch schon das? so dunkel, ey. Scheiße. Aber auch eine Dämmerung. Besten dammert. Ich versuche jetzt Boah, zu Alter, hier überlegen, sind so was viele als rote nächstes Bienen. irgendwie was bringt.
ich habe ein bisschen Holz mitgebracht. Das kann ich schon mal da reinpacken. Ja, du hast hier übrigens in diesen ganzen Kisten sind, kannst du dir Waffen rausholen, Äxte rausholen, Sachen, die dich warm halten, rausholen und so weiter und so fort. Ja, ich muss ja nur bis an meine, an meinen alten Loot kommen. Dann ist ja alles gut. Die Fackel reicht mir ja schon. Nö, das war noch nix. Regenschirme sind auch in den Truhen drin. Und ich bereite dann mal alles dafür vor, dass wir mit mehr Tooth-Traps gegen diese... Die können die einfach dahin pullen, die Viecher. Ja. Ja, lass das machen. Na, das wäre dann so mein Plan. Warte mal, haben wir gar kein Holz mehr hier drin? Doch, ne? Nicht doch, sonderlich viel. Ich wollte gerade welches und dann sind Dinge passiert. Dinge. Dinge. Die Dinge. Trockne mich jetzt erstmal eben am Feuer. Oh, nein, nicht das. Das hier. Cook. Das passt. And cook. So, and eat. Lecker, stichige Eier essen. Geil. Mm, geil. Richtig schön. Richtig schön nach Pups den Geschmack gemacht. Oh ja. Mm. Und am nächsten Tag ist auch alles. Ja, komm, es dauert sonst so lange, bis es dunkel wird. Bisschen ja. Stöcke pflücken. Döckers. So, das ist doch Quatsch. Wieso breche ich das ab? Ist doch Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja, im Frühling gibt es halt auch keine Häschen, weil die pennen echt da. Dunkel, echt, die Häschen pennen? Ja, die, deren Bauten sind zu. Oha. Ja, das die ist haben eine Schicht im Schach. Hier sind diese komischen Mini-Viechers. Ja, das sind die Babys. Sind die aggressiv? Sind die aggressiv? Nee, die sind voll okay, nur du musst aufpassen, die Eltern sind aggressiv. Ach so, okay. Ja, ist meistens so. Na? Muss ich mal reinzoomen hier? Was? Was? Oh nein, mein Licht ist jetzt schon aus. Warum? Oh, die sind Chocobos! Chocobos! Jetzt muss ich den Remix gleich wieder anhören. Wir machen einfach aus dir einen Remix. Oh shit, bitte nicht. Ich habe eins angegriffen und jetzt stehen die da und machen. Jetzt rufen sie ihre Mama. Okay. Ja, ist ja nicht so, als wenn wir es gesagt hätten, aber wir haben es gesagt. Ich habe versucht, ich dachte... Mann, greift keine Chocobo-Babys an! Oh Mann, Crap, jetzt dadurch, dass alles nass geworden ist und so, habe ich jetzt schon wieder keinen... Fuck! Mann! Echt jetzt? Willkommen in meiner Realität. Ach Mann, ich wollte doch einfach nur Feuer. Campfire, ich brauche einfach nur... Ach Torsch, ich brauche Stöcke und... Habt ihr den Regenschirm mitgenommen? Was? Nein. Ich bin unterwegs zurück. Ich nehme noch keinen Epic Loot mit auf so einen Adventure, um meine Sachen wieder zu holen. Aber das ist doch nicht mal teures Zeug, das ist doch einfach nur so ein scheiß Regenschirm. Meine haben Tendenz Feuer? Zu sterben nee, nicht, ist einfach... Ne? Ich habe nicht mal Licht gerade. Ich guck mal, ob ich irgendwas anderes machen kann. Also ihr könnt euch auch unter Bäume stellen, das hilft auch gegen Regen, nur mal so nebenbei bemerkt. Echt? Ja. Okay. Ich pflück mir jetzt erstmal Schosen zusammen, damit ich mir überhaupt mal Feuer machen keep kann. Keep your livestock content. Was ist denn ein Soul-Lick? Was? Keep your livestock content? Was meinen die damit? Also das ist ein Salzstein. Ach so, damit, man kann ja auch Bifalos reiten. Ach so. Man kann dann Salzstein lecken. Ja, du kannst ja Bifalos zähmen und die auch reiten und so. Das ist schon ganz cool. Lalalalalala. Oh, warum ist das denn so kalt hier unten? Was ist das denn? Warum Siesta? Sind die Ella, so kalt? Ella, Ella. Warum? Warum? Ich sterb schon wieder. Was brauchst du denn da unten? Wärme. Also Wärme schaffe ich jetzt in der Zeit. Alter, ohne Witz, das ist hier, wo ich bin, so arschkalt, dass ich schon wieder dabei bin zu sterben. Okay, ich mach dir mal so einen Stein WTF, fertig. WTF, ey. Weißt du, ich mach mal so einen Thermostein fertig und bring dir das da. What? Zu deinem nächsten... Ohne Witz. Ich verreck hier schon wieder. Ich hab doch gesagt, du musst alles mitnehmen, was du brauchst. Aber ich wusste nicht, dass ich hier unten in der Höhle schon wieder auch, Mano. Ich will nicht, bitte lass mich. Ich will nicht, Das ist lustig. Aber wir haben erst einen Tentakel-Spike. Ich muss die Dinger echt farmen. Ich hab noch einen. Warum? Nee, so diese Tentakel-Dinger, die man hat, um... also die Tropfen haben zur Haut. Und die Tentakel-Haut, daraus kann man einen Regenmantel machen. Warum ist das denn hier unten in der Höhle so mega kalt, dass ich hier friere? Tischstäbchen nach
ja, richtig. Ich six, könnte dann könnte ich Fische angeln gehen jetzt, genau. So, erstmal Isa hier. Deine Axt. Haben wir noch so Resurrection Omelette irgendwo in der Tasche? Nee, irgendwo? Ich komme jetzt mit einem Thermal Stone und Essen zu dir, dort wo du gestorben bist. Warum? Nee, der muss sich erstmal wiederbeleben. Ja. Der ja eben. Deswegen, ich nehme das jetzt und ich gehe jetzt damit zu ihm. Dorthin, wo er starb. Ja, dann musst du dich erstmal wiederbeleben. Er muss erstmal wieder dahin. Er braucht noch eine ganze Weile, bis er da ist. Achso, gehst du erstmal zum Resurrection Portal oder was? Ja. Okay. Dann die große Gans ist wieder hier. Aber die große Gans züchtet nicht neue große Gänse hier heran, oder? Bitte? Das werden jetzt nicht alles hinter diese Riesen. Ich bin mir nicht sicher. Witzig. Das wäre so witzig und ich würde so kotzen. Können wir die nicht einfach abfackeln, alle? Ich meine, ich bin kein böser Mensch, aber oh. Ich bin kein böser Mensch, aber oh. Wenn wir alle abfackeln könnten, wäre schon nett. Ja, also ich hätte da jetzt, also, ja, ich bin ja ein netter Mensch, ne? Du, lieber bei Wärme, ja, umkommen, als zu erfrieren. Ich spreche aus Erfahrung. What? Ich bin jetzt zweimal in dieser Folge allein an Frost verreckt. Ach so, ich dachte, du sprichst so aus Real-Life-Erfahrung. Deswegen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ja, ich bin erst zweimal erfroren. Einmal verbrannt. Alles gut. Bin gut versichert. Sehr schön. Sag Bescheid, ne? Ich habe einen Regenschirm und auch den Thermal Stone. Jetzt greif mich doch mal an jetzt. Also ich bin jetzt am Portal. Hier ist alles nass. Ja. Greifen die mich nicht an jetzt. Komm mal her jetzt. Hallo. Hier? Busch. Hier? Hier? Tanko und Tanko. Hier. Oh, das ist super lieb. Vielen Dank. Sehr gern. Und jetzt hopp hopp. Auf sie geht's. Genau. Ich nehme jetzt aber jetzt schon mal Kram mit. Ach nee, brauche ich ja gar nicht, oder? Ach, crap. Mist, doch. Eigentlich brauche ich wohl. Ich kann das Viech auch nicht wegpullen. Es bleibt da einfach stehen. Was, der Große oder ja, was? Ja, das sind Babys. Hey, ich werde trotz des Schirms nass. What? Ja, also eigentlich sollte das mit auch, also der Schirm sollte eigentlich nicht, da sollst du eigentlich nicht nass werden von. Also wenn ich mit dem Schirm mich in den Regen stelle, dann steht da hier Fall nach oben bei Nässe. Wenn ich mich unter Baum stelle, ist Fall nach unten. Ja, dann bleib einfach mal sicherheitshalber so ein bisschen, ne, beim Baum und so. Wenn ich den, nein. Ich muss mit dem Schirm unterm Baum stehen bleiben, damit das funktioniert. Auch nicht schlecht. Aber es wird mir zu dunkel, ne? Das ist mir zu gefährlich. Es funktioniert schon, alles wird gut. Oh Gott, ein Blitz. Warte mal, wir laufen hier auf freier Fläche mit Regenschirm rum, während es blitzt. Ja. Okay. Oh. Ich, keiner mein Glück. Oh, nicht gut. Nicht gut. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vom Blitz erschlagen wird in diesem gar Spiel? Nicht. Gar nicht. Gar nicht, okay. In Richtung gar nicht. Okay. War gelogen. Werden unsere Freunde den nächsten Tag überleben? Das und noch viel mehr bei Don't Starve Together mit Res, Fresh Friends und Mia!